Wenn ihr eine Festplatte, eine SSD oder einen USB-Stick weitergeben oder verschenken wollt, die ihr schon mal in Benutzung hattet, dann ist es sicherlich ratsam, vorher die Daten so zu löschen, dass die keiner wiederherstellen kann. Mit dem Raspberry ist das eine ganz einfache Sache. Das läuft schön nebenbei, verbraucht nicht zu viel Strom und deswegen gucken wir uns das jetzt einfach mal an. Nachdem ihr alles angeschlossen habt, also auch den Datenträger an den Raspberry natürlich, drückt ihr einfach die Windows-Taste und R. Daraufhin öffnet sich unten dieses kleine Ausführenfenster. Ihr seht, ich habe schon mal die PowerShell vorbereitet. Ihr könnt aber auch einfach CMD, also die Eingabeaufforderung, nehmen. Das Ergebnis ist dasselbe. Es öffnet sich nämlich das entsprechende Fenster. Jetzt meldet ihr euch bei dem Raspberry an, dazu einfach SSH und dann eure Zugangsdaten bzw. wie der Raspi bei euch im Netzwerk heißt. Bei mir ist es der Raspi 4, weil, ratet mal, es ein Raspberry 4 ist. Dann noch eben das Benutzer-Kennwort eingeben. So, und als erstes, damit das Ganze schön im Hintergrund laufen kann, müsst ihr noch ein kleines Tool installieren. Dazu einfach sudo apt-install und screen. So, das wird jetzt eben kurz gesucht und dann installiert. Ja, bitte einmal installieren, weil dieses Tool hat den Vorteil, damit hat man quasi einen virtuellen Desktop auf dem Raspberry und das Programm, das wir jetzt gleich laufen lassen, läuft dann eben schön im Hintergrund, weil wenn ihr es jetzt im Vordergrund laufen lassen würdet, würde es abbrechen, wenn ihr das Terminal schließt bzw. den Computer ausmacht, wie auch immer, und das wollen wir natürlich nicht. Nachdem ihr Screen installiert habt, könnt ihr mittels des Befehls Screen eine neue Arbeitsfläche anlegen. Dann kommt noch mal hier so ein kleiner Hinweis. Space oder Return, das kriegen wir hin. Und jetzt seid ihr schon in dem neuen Terminal. Ihr könnt euch jetzt mittels des Befehls Screen-ls anzeigen lassen, was da jetzt so läuft. Und ihr seht, da läuft jetzt der Prozess 3694. Wenn wir jetzt hier Steuerung A und D drücken, kommen wir wieder zurück auf den, ich will nicht sagen Desktop, auf das Ausgangsterminal sozusagen. Wenn ihr jetzt Screen-R3694 eingebt, springen wir wieder zurück, wenn wir es richtig eingeben. Ich dachte schon, ich bin doof, bin ich ein bisschen auch. Also, hier sind wir wieder zurückgesprungen und ihr seht, die Eingabe hat sich wieder verändert. Jetzt müssen wir nur noch rausfinden, welches Laufwerk da gerade am Raspberry hängt. Dazu einfach sudo fdisk-ls. Und wenn wir den Befehl jetzt beim zweiten Mal auch noch richtig schreiben, nicht ls, sondern l, dann zeigt er euch alle Festplatten an, die da jetzt an dem Gerät hängen. In dem Fall ist es ja eben nur diese eine SSD, die ihr vorhin schon auf dem Foto gesehen habt, die wir jetzt formatieren möchten. Und zwar so, dass die keiner mehr lesen kann. Ist ja auch Sinn und Zweck des Ganzen. Ihr seht jetzt hier, da steht unter diskdev-sda 55,9 GB. Das ist überschaubar und die machen wir jetzt ganz einfach platt. Dafür gibt es den Befehl sudo, klar, shred ist eben dieses zum Schreddern sozusagen. Minus V, minus N und die 1. Die 1 ist in dem Fall die Anzahl der Durchgänge. Einen finde ich jetzt ein bisschen wenig. Ich persönlich würde mindestens 3 nehmen. Also so. Wenn es jetzt wirklich ganz wichtige Sachen sind, 7. Einfach mal so als Empfehlung. Kann aber durchaus dann sehr lange dauern. Ich habe das gerade im Büro laufen. Da ist eine 4 Terabyte Platte. Die wird jetzt ungefähr eine Woche lang geplättet. Das kann sich also etwas hinziehen, deswegen auch der Raspberry, weil der verbraucht ja auch nicht so viel Strom. Mit V, also diesem Minus V hier, wird eben der Fortschritt angezeigt. N überschreibt das Ganze hier mit diesen Zufallszahlen, das ist jetzt so gesehen nicht ganz so wichtig. Dahinter müsst ihr jetzt nur noch das Gerät angeben, in dem Fall also dev sda. Und das Schöne ist, jetzt kommt keine Sicherheitsabfrage. Wir formatieren das jetzt und bam, also Enter und der Spaß geht los. Ihr seht also, da fängt er an zu rattern. Sind schon bei 0%. Guck an, guck an, guck an. Und jetzt mit Steuerung A und D kommt ihr wieder zurück zu eurem Hauptterminal.
Und das ist jetzt wirklich wichtig in dem Fall, weil wenn wir jetzt das Fenster zumachen würden, ganz normal, dann würde jetzt dieser Prozess eben auch abbrechen. Und das wollen wir ja nicht. Also, wir machen jetzt einmal hier die Probe aufs Exempel. Ich mache das Fenster hier zu und dann melde ich mich gleich nochmal an. Also einmal wieder via SSH verbinden. Raspberry 4. Kennwort. Und mittels Screen-LS könnt ihr euch jetzt die virtuellen Terminals anzeigen lassen. Und ihr seht, da laufen jetzt zwei, weil ich mich gerade nämlich einmal vertippt habe. Wir wollen jetzt gucken, was hier bei Screen-R in dem Fall wieder, um dahin zu springen, 3694 Grad so los ist. Und ihr seht, hier läuft jetzt unser Prozess im Hintergrund, den wir gerade gestartet haben. Geht also auch jetzt erfreulich schnell. Ist ja klar, läuft im Hintergrund und ist eine 65 GB SSD. Das braucht nicht ganz so lange. Mittels Steuerung A und D kommt ihr wieder zurück ins Hauptterminal. Ihr seht das Prinzip. Das ist also eigentlich auch schon alles. Jetzt können wir das so durchlaufen lassen. Es ist eben eine schöne Sache, wenn man das im Hintergrund laufen lassen kann, beziehungsweise ohne dass viel Strom gefressen wird, weil wenn das jetzt länger laufen würde, dann müsste ja auch der Computer hier die ganze Zeit laufen und das wollen wir ja nicht. Der Raspberry ist ja drastisch wegeleichter. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da, schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr vielleicht noch eine andere Methode nutzt. Bitte eine zerstörungsfreie Methode, da wir das Gerät ja auch weitergeben wollen. Ansonsten bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao.